Vom Sport nun zur Kunst und da in eine erzgebirgische Künstlerhochburg, nämlich Scheibenberg. Dort fand am vergangenen Wochenende ein Holzbildhauersymposium statt. Patrick Berthold, der auch in Scheibenberg zu Hause ist, hat die Veranstaltung mit der Kamera begleitet. Das verlängerte Himmelfahrtswochenende haben die Holzbildhauer und Künstler vom Verein Erzgebirg auch in diesem Jahr wieder zu einem Holzbildhauersymposium genutzt. Seit dem vergangenen Jahr hat die Veranstaltung in Scheibenberg auf dem Sommerlagerplatz vor dem einzigartigen Orgelpfeifen eine Heimat gefunden. Unter dem Leitthema Sagenhaftes kam bei der 8. Auflage des Symposiums vorrangig natürlich die Kettensäge zum Einsatz. Ein beliebter Programmpunkt ist das Speed Carving. Dabei arbeiten die Holzgestalter mit der Kettensäge und zwar auf Zeit. Natürlich gab es beim 8. Scheibenberger Holzbildhauersymposium auch ein Rahmenprogramm für Jung und Alt. Die entstandenen Exponate sind in einer Ausstellung rund um den Sommerlagerplatz zu sehen.